So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Obscuritas Folge 8. Ich glaube 8. So, wir sind immer noch auf dem Friedhof und mir ist aufgefallen, dass die letzte Folge ein bisschen kurz geworden ist. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen länger. Wo ist der? Gut, wir laufen einfach mal durch. Kommt doch jetzt hier gleich bestimmt, oder? Bestimmt. Hier ist ja irgendwie nichts. Doch, Batterien sind da. Der wird auch immer wütender, oder? Mit seinem Sarah. Ich laufe immer in die falsche Richtung. In Rollenspielen hätte ich das absichtlich gemacht, aber in dem Fall hier nicht. Checkpoint. Ein Haus. Mitten auf einer Wiese. Neben einem Wald. Und drumherum sind nur ein paar tote Bäume. Schön. Hier möchte man noch sein.
renne einfach so schnell es geht zum Haus. Okay, da hinten steht ein Stuhl. Oh wow. Da ist der Hund. Ach, nö. Oh nein, ich muss alles nochmal laufen. Das ist ja gemein. Da hätten die aber einen Checkpoint noch vor das Haus setzen können oder so. Also vor das, vor den Zaun. Hier sind Batterien, immerhin. Warum komme ich nicht in das Haus rein? Hier oben bekommt er uns nicht, oder? Dort hinten ist natürlich eine zerstörte Schaukel und da liegt ein Schlüssel drauf, oder? Da ist ein Schlüssel. Nein, das ist für die Haustür. Oh shit. Hilfe, 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 Hilfe. Nein, das ist nicht mal für die Haustür. Das ist wahrscheinlich für die Luke dort. Nein. Mach schnell die Luke auf. Okay. Puh. Okay, sind wir im Krankenhaus? Irrenanstalt. Erinnert mich ein bisschen an Outlast. Oh Gott, Outlast. Muss ich auch noch spielen? Oder möchte ich auch noch spielen? Habe ich angefangen mit Pulse zusammen und ich fand es echt gruselig. Ich finde diese Kameraperspektive, also dieses in die Kamera schauen und so weiter und der Dunkelheit finde ich sehr beklemmend. Und vor allem, wenn dann noch irgendwie jemand ist, der einen verfolgt. Ist schon hart. Er weiß, wenn ich ganz viel Mut habe und irgendwie dumme Entscheidungen treffen mag, dann werde ich wahrscheinlich mal Outlast als Let's Play anfangen. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber vorher ist noch ein ganz anderes, ganz tolles Projekt Richtung Horror geplant. Also ich meine, die Projekte sind sowieso immer ganz toll. Zum Beispiel Obscuritas ist auch mega gut. Ich bin ziemlich glücklich mit den Spielen, die ich zurzeit spiele. Oder auch allgemein bisher gespielt habe. Auf meinem Kanal, die waren eigentlich alle ziemlich gut und haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf alle Projekte. Ich spiele ja auch immer einige auch gleichzeitig, damit man einfach ein bisschen Auswahl hat. Einerseits als Zuschauer, aber andererseits finde ich das auch so für mich sehr gut. Ich mag ja auch nicht die ganze Zeit das gleiche spielen. Dann kann ich auch einfach mal sagen, okay, jetzt habe ich keinen Bock auf... Ich hab den Hund gehört. Kein Bock auf ein Horrorspiel oder Obscuritas oder so in dem Fall jetzt. Und kann dann einfach
eine Runde ganz entspannt Ender's Quest zum Beispiel spielen, also komplett das Gegenteil. Oder wenn ich halt Bock auf Rollenspiele habe, dann spiele ich halt Gothic weiter. Und ich spiele tatsächlich, seitdem ich den Kanal hier habe, auch gar nicht mehr so viel privat, sondern vorrangig tatsächlich als Let's Play. Oder im Stream, wir haben ja auch mal ab und zu gestreamt. Von wo komme ich? Hilfe! Ich sollte nicht immer diese blöde Dose da hin und her werfen mit meinen Schuhen. Gemütlich hier. Gemütlich. Checkpoint erreicht. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich der Hund wieder. Boah, ich bin gerade sehr angespannt. Ach Mann. Ich habe ihn dann noch gesehen und bin noch weggerannt. Hier ist wieder eine Toilette. Ich vermute fast da hier, dass hier dieselben Sachen sind. Nur ein bisschen anders angeordnet, okay.
Ich würde ganz gerne warten, bis er wieder in die andere Richtung läuft. Er müsste doch jetzt hier bald mal wieder vorbeikommen. Okay. Ich warte, bis er wieder in die andere Richtung geht. Oh, so spannend hier. Oh Gott. Ich bin gar nicht da. Oh. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Ich wollte gerade schon wieder rausgehen. Gut, wo muss das jetzt hin? Ach Mann. Wir sind schon so weit gekommen. Ach, das sieht doch. Scheint keinen Strom zu haben. Das sieht doch richtig aus. Okay. Hat die Sicherung entfernt. Ja. Gut. Okay, dann müssen wir mit der anderen Sicherung dann noch an diesen Punkt kommen. Zu dem Sicherungskasten. Das wird spannend. Ich renne jetzt so schnell hin. Alles hier? Ja, nee, doch nicht. Das war dort hinten. Okay. Wir haben die Sicherung.
Und wir müssen hier weg. Ja, wir müssen ein bisschen vorsichtiger jetzt sein wieder. Ich warte jetzt hier, bis er da wieder kommt. Und gehe dann einen Schritt zurück, wenn ich ihn sehe. Okay. Ich warte gerade, bis er wieder vorbeikommt. Oh, ich bin gerade so angespannt. Okay. Wir sind sehr nah dran. Wir sind sehr nah dran. Wir sind extrem nah dran. Okay, komm. Der Aufzug scheint keinen Strom zu haben. Wie, der hat keinen Strom? Noch eins. Ich fass es nicht. Wir brauchen noch eins. Noch eine Sicherung. Och nö. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.